dort sprechen. Es geht nämlich das Gerücht um, dass der Sohn des Shinigami an unsere Schule kommen wird. Es darf aber nicht sein, dass außer mir noch jemand für wilde Gerüchte sorgt. Klar, das sieht dir mal wieder ähnlich. Bist du vielleicht der sagenumwobene Sohn mit seiner Gang? Hä? Du bist wohl hier, um mir die Schule zu zeigen, Kleiner. Du kommst viel zu spät und jetzt soll ich dir auch noch unsere Schule zeigen? Das kannst du von mir aus gerne Schneewittchen und den sieben Zwergen erzählen. Wie bitte? Sieben Zwerge, sagst du? Sieben geht nicht, es müssen acht sein! Mach acht draus! Denn wenn du die sieben halbierst, ergibt das doch überhaupt gar keine Symmetrie mehr! Und wie ist das nun mit der acht? Die acht ist sowohl vertikal als auch horizontal geteilt symmetrisch. Also tausch die sieben gegen die acht aus. Bitte, tu es mir zuliebe. Hey, ist alles klar bei dir, Alter? Nee, bei dem ist echt gar nichts klar. Juhu! Keiner darf hier mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was ist das? Ist das klar? Egal, wer es ist. Ein Affe? Sohn von Shinigami. Ja, ein Affe. Kapieren. Und wenn ich dabei nachhelfen muss. Die Frage ist nur, was macht dieser kleine Schreihals da oben eigentlich? Da kann selbst die Götter übertrumpfen. Und es gibt nichts Kostbareres auf der Welt als mich. Ja! Dieser kleine, simple Sturz sollte nur demonstrieren, wie unverwundbar ich bin. Nicht, dass du hier irgendwie noch auf dumme Gedanken kommst. Ah! Ah! Was soll das? Pass auf! Das tut so weh! Wir sind nicht so wie eine normale Pistole, die einfach nur Kugeln in der Gegend verschießt. Wir können nämlich die Seelenwellen unseres Meisters verdichten und damit schießen. Tja. Dann ist er ja noch viel stärker. Du meine Güte, da haben sie sich wirklich den Falschen ausgesucht. Soll zu verlässlichen Partnern geworden sein. Jetzt sind wir erledigt. Wie meinst du das, Soul? Wenn du mir weiterhin so nah bist, kann ich dich irgendwann nicht mehr leiden. Hä? Hey, kann ich jetzt schießen? Warte doch, es wird gerade so interessant. Ach so. Aber wir könnten uns doch trennen. Und dafür dann eben Freunde bleiben. Du Vollidiot! Natürlich bleiben wir Freunde! Black Star! Soul! Black Star! Soul! Jungs sind voll bescheuert. Ah! Oh, tut mir leid. Ich bin abgerutscht. Hör zu, wir haben den Kampf begonnen. Und wir kämpfen bis zum Sieg. Gut. Denn der nächste Schuss trifft. Ja! Wart nur ab, bis du meine Seelenwellen spürst! Na. Oh. Oh. Kid kann es sogar mit Black Stars Kampfkünsten aufnehmen. Gegen so einen Gegner hilft nicht mal so eine starke Waffe wie Soul. Ha! Präzision mangelhaft! Du Dreckskerl! Dieser Kick war nur ein Trick. Jetzt! Langsam werde ich richtig sauer auf den Typen. So wird das ganz sicher nichts. Tja, und jetzt erlebt ihr die Macht eines Shinigami. Modus Seelenresonanz! Seine Seele ist ja noch größer geworden. Er ist nun voll in seinem Element. Menschen, die Seelen sehen können. Hey, Kid! Komm doch her, wenn du dich traust! Mich wirst du niemals besiegen! Menschen, die Seelen nicht sehen können.
Und jetzt kommen wir zum Hinrichtungsmodus. Hey, das sieht ja echt gefährlich aus. Du kannst mir mal lieber das Haargel aus den Haarspitzen lutschen, du Wurm. Resonanz stabil. Rauschen bei 0,3%. 10 Wellenladung der schwarzen Nadel abgeschlossen. Noch 4 Sekunden bis zur Rückkopplung. 3, 2, 1 und Schuss! Todeskanone! Das sieht ja gar nicht mal so gut aus! Hey, das ist völlig idiotisch! Du bist total verrückt! Du glaubst doch wohl nicht, dass das bei uns wirkt! War ja mal wieder ein totaler...